So, hallo liebe SWN-Zuschauer. Also heute sind wir mal hier beim Kriegen bei der DG 48. Und ich bin gerade mit der Bike, gucken wir mal, was es da gibt. Erst haben wir ein Bleifrei Roden mal bestellt. Und jetzt schauen wir mal weiter, ne? was wir uns aussuchen. Also ich schwank jetzt zwischen einer Doradenfilet mit Tomatengemüse, heißt hausgemachten Tzatziki und Beilagensalat mit Joghurt und Kräutersoße oder Calamari, ne? Oder ich gehe auf vegetarisch, gebackene Auberginen in Tomatensauce. Auberginen, ja, Entschuldigung. Was nimmst du denn, Renate? Ich nehme die Doradenfilet. Also Renate nimmt Dorade, hat sie mich überzeugt. Wir nehmen also Dorade und gucken wir, wie das aussieht hier, ne? Also kosten du die Dorade? Genauso viel wie die Calamari. 13,50. Ich überlege mal, ob ich einen Hübler vorher mal nehmen soll, mal zum Probieren. Einfach mal gucken, wie es schmeckt. Die Bohnensuppe. Ich esse die Suppe davon. Das bringe ich mal gleich mit rein. Also gut, lassen wir die Suppe weg heute. Na, also, schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es kommt. Ne? Das ist also jetzt die zwei Salate, die dazu gehören zur Dorade. Ja. In uns drin, in das mit. Ja, kann man schon auch gucken. Ne? Also, es ist ja heute nicht so weit. Wir haben ja was von oben her runtergefahren, ist vom Hochhaus oben und sind ja zur DG runtergefahren, zur DG 48. Und ja, ist ein kurzer Weg. Und jetzt haben wir auch noch ein Bargeld vergessen. Keine Scheiße, ne? Mit Karte können wir auch nicht bezahlen. Jetzt darf man auch schnell runter zur Bank rennen, dass wir Geld holen. Ne? Aber das stecken wir locker weg, ne? Also. Oh, hallo, jetzt bin ich also hier bei der DG 48 und habe den neuen Gastwirt hier bei der Kamera. Können Sie vielleicht mal kurz mal vorstellen für unsere Fernsehzuschauer? Jawohl, also mein Name ist Ioannis Margaritis. Wir sind seit Anfang Oktober hier beim TG Schweinfurt in einem großen Verein mit vielen Mitgliedern und vielen netten Leuten. Ja. Und wir waren früher in Titelbrunn und unsere griechische Küche ist bekannt. Wir haben viele Gäste, die uns immer folgen, ne? Ja. Nach über 30 Jahren Gastronomie in Schweinfurt. Und wir möchten halt weitermachen, nachdem wir halt umziehen mussten, ne? Von oben. Ja. Sie waren im Marienbach-Zentrum? Im Marienbach-Zentrum 18 Jahre. Ja. Was ist denn Ihre Spezialität in Ihrer Küche? Also Spezialität ist die Metaxa-Gyros-Gerichte, was wir haben, unsere Pizzas. Und also alles schmecken sehr gut bei uns. Auch die Souvlaki, Bifteki, Calamari und Gyros, verschiedene Varianten. Und unser Vorteil ist, dass wir Familienbetrieb haben und unser Preisniveau Leistung passt 100%. Wir wollen alt und jung Leute reinbringen und auch diese Abteilungen vom Verein selbstverständlich. Und wir haben Erfahrung mit Vereinen. Ja. Wie ist es mit den Produkten, also mit den Lebensmitteln? Also wir kaufen bewusst selber beim C&C und Chroma und beim griechischen Großhandel. Ja. Und wir wählen die Produkte selber. Ja. Das heißt, wir passen schon auf, dass halt nicht so viel giftiges Zeug, auch beim Salateneinkauf, wir benutzen immer Bio-Salaten. Ja. Und wie ich das gesagt habe, wir kaufen selber. Wir lassen uns nicht beliefern. Weil die Chefin achtet daran, dass auch das Fleisch gute Qualität hat. Und unsere Gemüse und alle Produkte, ja. Und die Frau steht in der Küche und kocht? Die Maria ist in der Küche und kocht sehr gut. Ja. Ja. Ich darf leider nicht alles essen, sonst nehme ich immer zu. Aber ist alles okay. Und wir sind dankbar, dass wir da sind und weitermachen. Ja. Weil Gastronomie im Moment mit dieser Verteuerung und Preiserhöhung, mit Gas und Strom, ist das alles nicht so einfach. Das wird immer schwieriger. Wenn man hört, in der Stadt sämtliche Gastronomen zuschließen mussten, ja, ne? Ja. Zwangsläufig wegen der Kosten. Ne? Ja. Und muss man halt schauen. Das stimmt, das ist für euch eine ganz schwierige Zeit allerweil. Mit wir wünschen, dass die Leute uns unterstützen. Wir haben schöne Bierkarten im Sommer. Mhm. Wir werden jede Wochenende grillen draußen. Ein schönes Bier, gezapftes vom Fass, vom Rotbrauerei.
und die Produkte vom Rotbrauerei sind auch super und wir freuen uns auf neue Gäste. Also wir freuen uns, dass ihr da seid, weil wir wohnen nicht weit weg von euch, jawohl, nur am Hochfeld. Alles klar, kein Problem. Und da können wir fast herlaufen. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Ja. Ja. Unser Mikrofon hat da lassen. Ja, genau, alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Kannst du nehmen die Zitrone. Also das ist jetzt die Dorade. Die sieht auch wirklich gut aus. Sieht ja wirklich gut aus. Also, meine sieht genau aus. Auch der Renate, ne? Das ist ja die gleiche. Ne? Ja. Die Renate das gleiche, ja, wie du. Gleiche Dorade, ne? Also gut, lassen wir es uns mal schmecken. Ja. Also, liebe SWN-Zuschauer, also die Dorade schmeckt hervorragend, kann ich euch sagen. Ist sehr knusprig, also gebraten, also super. Ja, knusprig. Und auch der Reis ist gut, ne? Also geschmacklich sehr gut. Ja, das ist also Tomatenreis. Und der schmeckt also wirklich gut nach Tomaten und gut gemacht. Mit Erbsen, Karotten und Bohnen. Der Renate und sagt, das Grünzeug ist auch gut, das Salat, ne? Ich habe noch Kochen probiert. Ich meine doch, in dem Reis ist er Erbsen, Karotten und ja, Bohnen ja. Sind drin. Ja, das stimmt. Ja. Also er schmeckt echt gut. Und die weiße Sülze da, das ist Tzatziki oder wie das heißt? Tzatziki. Das schmeckt also auch ganz gut. Also da nicht, also. Jetzt schalte ich mal lieber ab, ne? Weil es geht ja auch noch Hunger. Wenn ich mir beim Essen zuguckt, ne? Schalte ich mal lieber aus. Ne? So, hallo liebe SWN-Freunde. Also, das war wieder mal ein richtig schönes Erlebnis hier bei der DG 48 hier zu essen und bei unserem Gastwirt. Also, ja, wir waren leider nie in seinem Marienbachzentrum in Dittelbrunn, aber so wie wir gehört haben, muss das auch ganz gut gewesen sein. Ist er leider, ja, jetzt dahergegangen. Und zum Glück für uns. Zum Glück für uns. Ne? Jetzt haben wir nicht weit und haben wir wirklich mal einen richtig guten Kriegen auch hier. Und ja, wir freuen uns. Ne? Ja, hat sehr gut geschmeckt. Also sehr gut geschmeckt, ne? Ja. Ich bin also, sehr glücklich. Und wenn ihr mal nicht wisst, wohin, ne, könnt ihr auch mal da hergehen. Ne? Genau. Das ist gleich beim Lidl gegenüber, könnt ihr Park, am Parkplatz. Der Eingang macht jetzt nicht unbedingt viel her. Ne? Oh, die Gaststätte der Hühner ist auch ganz in Ordnung. Ne? Wenn die Gasche und alles sauber ist, ist alles gut. Ja, passt. Ne? Ja. Also, wir wünschen euch noch alles Liebe und alles Gute und bleibt uns treu. Ne? Vergesst nicht ein Like, ne? Ein Like. Ne? Ja, zum Abend, da freue ich mich natürlich mehr besonders drauf. Und empfehlt uns weiter. Ne? Und noch eine schöne Adventszeit. Ja, natürlich eine schöne Adventszeit, ne? Für euch. Lasst es euch gut gehen. Und Grüße, Grüße in den Rest der Welt. Ne? Ja.